Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir einen Klassiker aus Österreich, einen Apfelstrudel, und zwar mit selbstgemachtem Strudelteig. Ein Apfelstrudel mit selbstgemachtem Strudelteig. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, den Strudelteig selbstverständlich fertig kaufen. Ihr könnt auch einen Blätterteig nehmen, geht auch. Fühlt euch frei. Ich zeige euch heute einmal, wie man einen Strudelteig macht und wie man den so ein bisschen auseinanderzieht, sodass man den Strudel selber machen kann. Okay? Dafür braucht man gar nicht viel. Ich habe jetzt hier die Äpfel schon mal geschnitten. Ihr braucht Mehl, ihr braucht Wasser, ihr braucht Ei, ein wenig Salz und Öl. Mehr braucht ihr erstmal für den Teig nicht. Ich schmeiße das alles in die Küchenmaschine und lasse das kneten. Und zwar bestimmt locker so 10 Minuten lasse ich das kneten, dass ein schöner Teig entsteht. Und dann holen wir den Teig raus, bestreichen den nochmal mit Öl und dann legen wir den kalt. So eine halbe Stunde ungefähr. So. Der Teig ist jetzt fertig. Schaut mal, so sieht der aus. Bleibt auch nicht am Finger kleben. Ist aber sehr, sehr geschmeidig. Ne? Schaut mal. So, den schmeißt ihr jetzt in eine Schüssel, die ist unten gefettet. Macht ein bisschen Fett an den Spatel, dann klebt der Teig auch nicht da dran. Und dann holt ihr den raus. Genau. Einmal drehen, zack, sodass der von oben geölt ist. Glänzt schön. So. Und wie mir mal ein Österreicher gesagt hat, ganz wichtig ist jetzt, jetzt musst du ihn rosten lassen. Lässt ihn rosten. Ist wichtig. Und ich lasse ihn rasten. Ja? Also ihr lasst ihn ruhen jetzt, so eine halbe Stunde ungefähr, abgedeckt. Könnt ihn auch mit einem Küchentuch abdecken. Auf jeden Fall, ihr stellt ihn zur Seite. Ihr fasst ihn nicht an, okay? Macht gar nichts damit. Der wird auch nicht aufgehen oder so. Also wundert euch nicht. Steht zur Seite. Hier habe ich jetzt Äpfel geschnitten in grobe Würfel. Nicht in feine Scheiben schneiden, sondern wirklich ruhig ein bisschen gröber lassen. Da geht jetzt eine Spur Rum dran. Der Rum ist optional, den müsst ihr nicht nehmen. Zitronenabrieb von einer unbehandelten Zitrone bitte. Nicht den Saft. Saft ist genug drin in den Äpfeln. Ich habe jetzt hier einen Elster genommen. Ihr könnt auch einen schöner von Boskop nehmen oder was weiß ich. Ich bin kein großer Freund von Rosinen. Du? Ich kann gut drauf verzichten. Aber ich auch. Es also ist nicht so, dass ich sage, ich mag sie gar nicht, aber... Genau, richtig. Also wenn sie irgendwo drin sind, okay, aber ja, ja. Wenn ich die Wahl habe, lasse ich sie weg. Hier habe ich die Wahl, ich lasse sie weg. Dafür gebe ich geröstete, gehackte Haselnüsse mit dazu. Könnt auch Mandeln nehmen, das ist egal. Und ja, ich gebe sie jetzt schon dazu. Dann habe ich hier etwas Vanille. Und Paniermehl. Viele Leute denken irrtümlicherweise, oder einige, ich gehörte auch mal dazu, bevor ich es mal gelernt habe, dass das Marzipan ist. Dachte ich auch, tatsächlich. Ist aber nicht. Okay. Das ist man denkt auch so vom Geschmacksbild her, dass das Marzipan ist. Das ist es tatsächlich nicht. Also es ist die Kombination aus Apfel, Rum. Manchmal sind ja Mandeln mit drin, ne? Also ich habe jetzt bewusst auf Mandeln verzichtet, sondern ich habe jetzt Äpfel, Haselnüsse genommen. Aber wenn man da drin riecht, könnte man meinen, es ist, und auch so von der Konsistenz her, ne? dass das Marzipan ist. Mhm. Ist es aber nicht. Okay, auch das stellt ihr zur Seite. Ja, und dann macht ihr die Arbeitsplatte sauber und dann sehen wir uns gleich zum Strudelteig ziehen. Teig hat geruht. Ich hole den jetzt hier raus, lege den auf dem Brett. Das ist viel zu viel für das, was wir heute vorhaben. Ja? So, deswegen schneide ich jetzt ein Stück davon ab. So, lege den Rest wieder zurück. So, beim Strudelteig ziehen ist es so, für mich, für meine kleine heile Welt, war es immer leichter, eine Kugel zu formen. So, das ist das sogenannte Schleifen. Ja, wenn jetzt natürlich noch ein bisschen Dreck auf dem Brett ist, ist natürlich besonders toll. Jetzt eine schöne glatte Kugel. Okay? So. Hier ist Mehl auf der Arbeitsfläche. Jetzt
nehmt ihr das und versucht das, soweit es geht, mit den Händen anzudrücken. Alles, was scharf ist, weg. Und jetzt haben wir hier, Stefan, wie nennt man das? Nudelholz. Ich sage dazu Kloppe. Der André und ich haben mal ein russisches Kochvideo gesehen. Ja. Das aber auf Deutsch übersetzt wurde mit einem Sprecher. Ja. Und da wird das Rohrgerät genannt. Wie wird das genannt? Rohrgerät. Ohr? Rohr. Rohrgerät? Ja, ein Rohrgerät. Okay. Dann nehmen Sie dieses Rohrgerät und rollen den Teig. Okay. So. Also, ihr rollt das, soweit es geht, halt mit dem Nudelholz. Weißt du übrigens, was man nimmt, wenn Kloppe nicht mehr reicht? Ich wusste es mal. Knarre. Ja. Ach, von Ikea, ne? Ja. So, jetzt ist das an einen Punkt gekommen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das reicht nicht. Also, du kriegst es zwar mit dem Nudelholz noch gerollt, aber jetzt würde ich es ziehen. Und ihr geht mit den Händen drunter und arbeitet euch dann immer so über den Teig. Ich zeige das mal. Ihr geht so rein und lasst den Teig die Arbeit machen. Ihr hängt den quasi aus. Wenn der am Rand noch so ein bisschen dicker ist, ist das nicht schlimm. Und wenn der jetzt hier an der Stelle, da ist er ein bisschen eingerissen. Ein bisschen ist der eingerissen. So. Ist das da eigentlich Pfeffer und die schwarzen Körner? Oder was? Ich möchte mich entschuldigen für alle, die fragen, ja, das... Stefan, danke. Ja, das ist Pfeffer. Weil du immer ohne Pfeffer kochst? Ja, ich habe... In den Teig kommt ein bisschen Salz. Ne? Ich, Dörspaddel, habe noch von unserer Wellington-Aktion hier das Salz-Pfeffer-Mischzeug gehabt, ja, und habe nicht aufgepasst, greift da rein, schmeißt das jetzt da rein. Das ist die besondere Note. So, also, jetzt haben wir den Teig gezogen, ausgerollt, wie auch immer, und der ist dünn, aber der ist noch nicht dünn genug. Das heißt, ich ziehe den jetzt noch ein bisschen weiter. Ihr müsst das nicht machen. Ne? Ihr könnt auch, wie gesagt, ihr könnt auch zu Hause einen fertigen Teig verwenden. Ihr könnt auch Blätterteig nehmen. So, wann sehe ich, ob der Teig dünn genug ist, Stefan? Wenn ich die Pfefferkörner dadurch sehe, ne? Genau, richtig. Die machen es mir übrigens auch nicht leichter jetzt gerade. Also, wenn ihr ein Küchentuch zu Hause habt, welches eine Struktur besitzt, so wie diese hier, dann legt ihr die da drunter. Und wenn ihr die Struktur da durchsehen könnt, dann ist es dünn genug. Siehst du das da durch? Hier? Das blaue Muster? Ja, doch, sieht man. Hm. Na? Ja, Teig ist auf jeden Fall dünn genug. So, jetzt falte ich den noch einmal zusammen und lege den einmal zur Seite, weil das, was als nächstes vorbereitet wird, ist wichtig. Zwei Tücher. Zwei. Eins und zwei. Auf dieses Tuch nehmt ihr Puderzucker. So, auf diese Tücher. So, das kommt weiter nach oben. So, dass die aneinander grenzen. Puderzucker. Dann nehmt ihr euren Teig und platziert den so in der Mitte, dass der über beide Tücher ragt. So. Wenn der nicht ganz gerade ist, also nicht jetzt ganz rechtwinklig ist, ne, an den Ecken, ist das nicht schlimm, bitte. Das macht gar nichts, okay? Weil es kommt auf das an, was jetzt passiert. Es kommt nämlich darauf an, wie ihr den Teig zusammenrollt, okay? Oder wie ihr den Strudel zusammenrollt, sagen wir es mal so. Geht jetzt hin, nehmt eure Apfelmasse. Legt die hier drauf. Das sieht schon geil aus, ne? Und wie das riecht, Stefan. Mhm. So. Nicht ganz bis zum Ende.
So. Verteilt das schön. So. Okay. Haben wir's? Ja. Okay. Dann kommt auf die Innenseite auch noch mal ein kleines bisschen Puderzucker. Zack, zack. Jetzt nehmt ihr den Teig, schlagt den einmal so drüber. Drückt den ein wenig an. Der Teig ist sehr, sehr weich. Also lässt sich wirklich, wirklich gut formen. Okay. Jetzt nehmt ihr das untere Tuch. Zieht das an den Seiten stramm. Okay. Einmal. Jetzt könnt ihr das untere Tuch schon wegnehmen. Guck mal. Zack. Weg. Zur Seite. Jetzt zieht ihr euch das ran. Schlagt die Enden noch zum Schluss ein wenig ein. Oder hätte ich vorher machen müssen. Entschuldige bitte. Das hätte ich vorher machen müssen. Sorry. Also ihr schlagt erst die Enden ein und dann. So, jetzt nochmal. Voilà. Fertig. Und ihr habt es in der Mitte des Tuches liegen. Und das ist wichtig, weil ihr wollt das jetzt gleich auf der... Ihr wollt das hier draufrollen. Okay? Oder ihr wollt das da drauf heben, wie auch immer. Machen wir das anders. Okay. Machen das so. So. Der muss ja nicht mehr viel bewegt werden, ne, der Strudel. Ihr nehmt euch eure Backmatte oder eure Backblech oder wie auch immer. Und dann hebt ihr den rüber. Zack. Zack. So. Liaison, Eigelb und Sahne. Und der Strudel wird bestrichen damit. +190 Grad, 20 Minuten oder anders ausgedrückt. Ihr lasst den so lange drin, bis er goldbraun ist und dann holt ihr ihn raus. Wofür ja die Liaison sorgt, ne? Das, um das einmal zu erklären, wofür das gemacht wird. Ja, genau. Die Liaison wird eine schöne Farbe geben, ne? Und es verhindert, dass der Teig zu trocken wird. Ja. Ja. Der Strudel ist aus dem Ofen heraus. Schaut euch das an. Und er wird knusprig sein. Wir lassen den, oder wir haben ihn jetzt schon ein paar Minuten liegen lassen. Jetzt kommt ein bisschen Puderzucker drüber schon mal. So. Sollen wir es wagen? Ja, klar. Ich schneide das Endstück, wo ich die Enden eingeschlagen habe, schneide ich mal ab, ne? Schneide noch ein Stück ab. Noch eins? Na klar. Durchgängig, schönes Schnittbild. Schmeckt gar nicht nach Pfeffer. Glück gehabt. Ein Apfelstrudel. Was isst du dazu am liebsten? Was Vanilliges. Vanilleeis oder ja. Eine Vanillesoße. Ja. Ich am liebsten Sahne. Auch gut, ja. Süße. Fettige, schwere Sahne. Ja. Wenn dann Vanilleeis auch noch zufällig auf dem Teller fällt, ist das auch okay für mich. Aber ja, Sahne ist schon lecker. Okay. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Angst vor dem Apfelstrudel nehmen und auch vor dem Teig ziehen. Ist nicht schwer, verlangt ein kleines bisschen Übung. Aber ganz ehrlich, das Ergebnis ist ein Traum. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.